Autobahnpolizei im Einsatz und wieder kommt das Team kaum vorwärts. Wir müssen uns halt erstmal durchkämpfen, müssen uns unsere Rettungsgasse quasi erarbeiten. Der Toyota hier vor uns, weiß ich nicht, was er macht, aber das war definitiv falsch. Auch die Feuerwehr steckt fest. Autos blockieren den Einsatz. Hier geht es um Leben und Tod. Opfer, die eingeklemmt sind, die lebensbedrohlich verletzt sind mit stark blutenden Wunden, denen einfach keine Hilfe geleistet werden kann. Keine Gasse für die Retter, weil Autofahrer falsch reagieren. Man schaut natürlich in den Rückspiegel und denkt dann, oh je, was muss ich jetzt machen? Ne? Bei der Feuerwehr hält man da an? Ja, ne? Der alltägliche Stress auf Hessens Straßen, gerade jetzt wieder über Ostern. Max will wissen, wer macht Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitätern so viel Ärger? Max auf der A5 mit der Frankfurter Autobahnpolizei. Karine Schneider und Frank Michel werden zu etwa 3000 Unfällen im Jahr gerufen. Diesmal geht's um gefährliche Gegenstände auf der Autobahn. Und dann das. Der hat eine Vollbremsung vor uns gemacht. Erst wollte er rechts rüberfahren und dann hat er sich's doch anders überlegt. Und schon blockiert der Nächste. Dabei ist eine Rettungsgasse Vorschrift. Nochmal bitte. Michel ist genervt. Mach Platz. Endlich Gas geben. So wie hier sollte es immer sein. Die Polizisten aber wissen, kein Einsatz verläuft reibungslos. Im Vergleich zu freier Fahrt werden wir vermutlich innerhalb von 5 Minuten an der Einsatzstelle. Und so würde ich mal tippen, brauchen wir 10 Minuten hin. Trotz Blaulicht immer wieder heikle Situationen. Der alltägliche Stress für die Retter. Kein Wunder, 64% der Autofahrer, so eine aktuelle Studie, kennen den Begriff Rettungsgasse überhaupt nicht. Wüsste ich nicht. Den habe ich gerade nicht parat. Reißverschlussverfahren. Das liegt mir auf der Zunge. Müsste ich jetzt passen, nein. Okay, verraten Sie es mir? Mit viel Verzögerung erreichen Schneider und Michel ihren Einsatzort, räumen endlich die gefährlichen Reifenteile weg. Dramatisch wird es, wenn Notarzt und Feuerwehr feststecken. Dann geht es um Menschenleben auf der Autobahn. Letzten Oktober auf der A5. 18 Autos rasen ineinander. Ein Motorradfahrer stirbt. Traurige Erkenntnis des Einsatzleiters. Ein Vordringen an die Einsatzstelle war primär äußerst schwierig möglich, da wieder einmal keine Rettungsgasse freigehalten wurde. Auch bei diesem tödlichen Unfall auf der A44 im August verlieren die Retter wertvolle Minuten. Wir sind hier mit circa heute 15 bis 18 großen Fahrzeugen von der Feuerwehr gewesen, die allesamt enorme Schwierigkeiten gehabt haben, die Einsatzstelle hier anzufahren. Das ist bitterer Alltag auf Hessens Autobahnen. Retter kommen zu spät, weil keine Rettungsgassen gebildet werden. Und dabei steigen die Unfallzahlen wieder an. Auf den Autobahnen gab es 2015 insgesamt 15.916 Unfälle. Schwer verletzt wurden 495 Menschen und 36 Menschen starben. Im Stau stehen statt Menschenleben retten. Wer bei uns blockiert, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die kostet schlappe 20 Euro. In Österreich dagegen zahlen sture Fahrer 2.000 Euro. Das schreckt ab. Und in der Stadt ist es leider auch nicht besser. Max unterwegs mit den Rettungssanitätern vom DRK in Hanau. Holger Gräubel und Christina Hornung transportieren einen Herzinfarktpatienten. Der Vordere, der hat halt überhaupt gar keinen Platz gemacht. Der ist stehen geblieben, bis die Ampel grün war. Und so lange hat man da gestanden und da ging gar nichts. Und das ist schon ärgerlich. Wir hatten einen kritischen Patient drin gehabt im Auto und kommt da nicht durch. Das ist halt frustrierend dann. Da möchte man am liebsten aussteigen und dann zeigen, wie es geht. Seit 18 Jahren ist Holger Gräubel auf Hessens Straßen unterwegs. Und es wird schlimmer, stellt er fest. Auch dieser Autofahrer ist stur. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und bloß keine Minute verlieren. Dann nehmen die keine Rücksicht mehr. Also ist es auf jeden Fall schlechter geworden. Dann die nächste heikle Situation. Viele Autofahrer wissen nicht, was tun an der roten Ampel, wenn von hinten Blaulicht kommt. Da weiß man nicht, da ist ja auch kein Platz wegzufahren. Ne? Also da hat man, glaube ich, schon ein mulmiges Gefühl in der Situation. Ne? Nicht in eine rote Ampel rein, das könnte ja einen schweren Unfall geben. Da kann man ruhig rüberfahren. Das stimmt. Auch rote Ampeln dürfen überfahren werden, um den Einsatzfahrzeugen freie Fahrt zu ermöglichen.
bleibt noch die Feuerwehr. Max begleitet ein Wiesbadener Einsatzteam. Jörg Dillmann und sein Kollege haben Probleme mit ihrem Riesenfahrzeug. Unsere Fahrzeuge haben eine Breite von rund 2,40 Meter. Und mancher Autofahrer kann diese Breite überhaupt nicht abschätzen. Und dann werden die Rettungsgassen einfach viel zu eng ausgeführt. Und das erzeugt schon Wut. Am meisten graut es den Feuerwehrmännern vor Baustellen. Beispiel Schiersteiner Brücke. Autofahrer geraten in Panik bei Spurverengungen. Dann geht mit der Rettungsgasse gar nichts mehr. Wenn jetzt eine Rettungsgasse gebildet werden müsste, haben wir das Problem, dass die Fahrzeuge häufig nicht erkennen, dass man auch hier solche Randstreifen nutzen kann. Das muss besser werden. Vielleicht mit dieser Kampagne. Für die Rettungsgasse werben Banner an 50 Autobahnbrücken in ganz Hessen. Dabei ist die Rettungsgasse eigentlich doch wirklich kinderleicht. Einer links an der Leitplanke, die Autos Mitte und rechts raus auf die rechte Spur. Platz machen für die Retter. Zu Ostern wird's wieder voll auf Hessens Straßen. Viele Einsätze werden das für Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter. Bleibt zu hoffen, dass Autofahrer wissen, wie sie reagieren müssen, wenn es um Leben oder Tod geht. Ihren Einsatzort räumen endlich die gefährlichen Reifenteile weg. Dramatisch wird es, wenn Notarzt und Feuerwehr feststecken. Dann geht es um Menschenleben auf der Autobahn. Letzten Oktober auf der A5. 18 Autos rasen ineinander. Ein Motorradfahrer stirbt. Traurige Erkenntnis des Einsatzleiters. Ein Vordringen an die Einsatzstelle war primär äußerst schwierig möglich, da wieder einmal keine Rettungsgasse freigehalten wurde. Auch bei diesem tödlichen Unfall auf der A44 im August verlieren die Retter wertvolle Minuten. Wir sind hier mit circa heute 15 bis 18 großen Fahrzeugen von der Feuerwehr gewesen, die allesamt Schwierigkeiten, enorme Schwierigkeiten gehabt haben, die Einsatzstelle hier anzufahren. Das ist bitterer Alltag auf Hessens Autobahnen. Retter kommen zu spät, weil keine Rettungsgassen gebildet werden. Und dabei steigen die Unfallzahlen wieder an. Auf den Autobahnen gab es 2015 insgesamt 15.916 Unfälle. Schwer verletzt wurden 495 Menschen und 36 Menschen starben. Im Stau stehen statt Menschenleben retten. Wer bei uns blockiert, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die kostet schlappe 20 Euro. In Österreich dagegen zahlen sture Fahrer 2.000 Euro. Das schreckt ab. Und in der Stadt ist es leider auch nicht besser. Max unterwegs mit den Rettungssanitätern vom DRK in Hanau. Holger Gräubel und Christina Hornung transportieren einen Herzinfarktpatienten. Der vordere, der hat halt überhaupt gar keinen Platz gemacht. Der ist stehen geblieben, bis die Ampel grün war. Und so lange hat man da gestanden und da ging gar nichts. Und das ist schon ärgerlich. Wir hatten einen kritischen Patienten drin gehabt im Auto und kommt da nicht durch. Das ist halt frustrierend dann. Da möchte man am liebsten aussteigen und dann zeigen, wie es geht. Seit 18 Jahren ist Holger Gräubel auf Hessens Straßen unterwegs. Und es wird schlimmer, stellt er fest. Auch dieser Autofahrer ist stur. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das und bloß keine Minute verlieren. Da nehmen die keine Rücksicht mehr. Also ist es auf jeden Fall schlechter geworden. Dann die nächste heikle Situation. Viele Autofahrer wissen nicht, was tun an der roten Ampel, wenn von hinten Blaulicht kommt. Da weiß man nicht, da ist ja auch kein Platz wegzufahren. Ne? Also da hat man, glaube ich, schon ein mulmiges Gefühl in der Situation. Ne? Nicht in eine rote Ampel rein, das könnte ja einen schweren Unfall geben. Da kann man ruhig rüberfahren. Das stimmt. Auch rote Ampeln dürfen überfahren werden, um den Einsatzfahrzeugen freie Fahrt zu ermöglichen. Bleibt noch die Feuerwehr. Max begleitet ein Wiesbadener Einsatzteam. Jörg Dillmann und sein Kollege haben Probleme mit ihrem Riesenfahrzeug. Unsere Fahrzeuge haben eine Breite von rund 2,40 Meter. Und mancher Autofahrer kann diese Breite überhaupt nicht abschätzen. Karine Schneider und Frank Michel werden zu etwa 3000 Unfällen im Jahr gerufen. Diesmal geht es um gefährliche Gegenstände auf der Autobahn. Und dann das. Der hat eine Vollbremsung vor uns gemacht. Erst wollte er rechts rüberfahren und dann hat er sich doch anders überlegt. Und schon blockiert der Nächste. Dabei ist eine Rettungsgasse Vorschrift. Nochmal bitte. Michel ist genervt. Mach Platz. Endlich Gas geben. So wie hier sollte es immer sein.
Die Polizisten aber wissen, kein Einsatz verläuft reibungslos. Im Vergleich zu freier Fahrt wären wir vermutlich innerhalb von 5 Minuten an der Einsatzstelle. Und so würde ich mal tippen, brauchen wir 10 Minuten hin. Trotz Blaulicht immer wieder heikle Situationen. Der alltägliche Stress für die Retter. Kein Wunder, 64% der Autofahrer, so eine aktuelle Studie, kennen den Begriff Rettungsgasse überhaupt nicht. Wüsste ich nicht. Den habe ich gerade nicht parat. Reißverschlussverfahren. Nee. Das liegt mir auf der Zunge. Müsste ich jetzt passen, nein. Okay, verraten Sie es mir? Mit viel Verzögerung erreichen Schneider und Michel ihren Einsatzort, räumen endlich die gefährlichen Reifenteile weg. Dramatisch wird es, wenn Notarzt und Feuerwehr feststecken. Dann geht es um Menschenleben auf der Autobahn. Letzten Oktober auf der A5. 18 Autos rasen ineinander. Ein Motorradfahrer stirbt. Traurige Erkenntnis des Einsatzleiters. Ein Vordringen an die Einsatzstelle war primär äußerst schwierig möglich, da wieder einmal keine Rettungsgasse freigehalten wurde. Auch bei diesem tödlichen Unfall auf der A44 im August verlieren die Retter wertvolle Minuten. Wir sind hier mit circa heute 15 bis 18 großen Fahrzeugen von der Feuerwehr gewesen, die allesamt Schwierigkeiten, enorme Schwierigkeiten gehabt haben, die Einsatzstelle hier anzufahren. Das ist bitterer Alltag auf Hessens Autobahnen. Retter kommen zu spät, weil keine Rettungsgassen gebildet werden. Und dabei steigen die Unfallzahlen wieder an. Auf den Autobahnen gab es 2015 insgesamt 15.916 Unfälle. Schwer verletzt wurden 495 Menschen und 36 Menschen starben. Im Stau stehen statt Menschenleben retten. Wer bei uns blockiert, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die kostet schlappe 20 Euro. In Österreich dagegen zahlen sture Fahrer 2.000 Euro. Das schreckt ab. Und in der Stadt ist es leider auch nicht besser. Max unterwegs mit den Rettungssanitätern vom DRK in Hanau. Holger Gräubel und Christina Hornung transportieren einen Herzinfarktpatienten. Der Vordere, der hat halt überhaupt gar keinen Platz gemacht. Der ist stehen geblieben, bis die Ampel grün war. Und so lange hat man da gestanden und da ging gar nichts. Und das ist schon ärgerlich.